Hey Leute, es geht wieder los. Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört. Ich bin jetzt hier auf dem Weg. Ich betreibe das ja schon die ganze Zeit und war jetzt auch in letzter Zeit sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mit ausreichender Vorbereitung ist das natürlich im Herbst alles möglich. Ja, ihr seht schon, ich habe den Bus relativ schlicht und relativ leer, weil ich auch immer nur das Nötigste mitnehme. Ich bin jetzt quasi hier noch unterwegs, fahre zum See. Ich hoffe mal, die Stelle ist jetzt frei. Wir haben jetzt noch vielleicht eine halbe Stunde Tageslicht. Dann kommen wir wieder halb im Dunkeln an. Also perfekte Voraussetzungen. Drückt mir die Daumen. Ihr bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und bis dahin. Hier ist der erste Fisch aus der längsten Nacht des Jahres. Kurz nach dem Dunkelwerden jetzt gebissen, wieder auf dem Crayfish, also der Woldi ist echt gerannt. Gucken, was die Nacht noch bringt. Aber nachdem die Nacht ein bisschen ruhiger war und irgendwie die großen Fische nicht so richtig am Platz gewesen sind, haben wir hier nochmal einen schönen Kämpfer. Ja, schönes Tier, sieht aus wie gemalt, ey. Wir haben hier den berühmten Einpackfisch. Wahnsinn. Recht beim Einpacken. Oh. Was ein Fisch. Dem Fisch haben wir auch die 25 Kilo Marke wieder geknackt. Wahnsinn. Oh. Ja, die Frage ist immer beim neuen Futterplatz, ob das alles so funktioniert. Aber wie kriegt man das am besten raus?
man frischt. Und dann. Mit feuchten Fischen belohnt wird. Der Fisch hat fast Mitte 20 Kilo. Also eigentlich 24,8. Das ist ein wahnsinniger Fisch. Erster Fisch, fast ein 50er, was will man mehr? Drei dicke Spiegler, ey. Ich werde bekloppt, kurz hintereinander, ey. Fünf nicht zum Luftholen, ey. Wahnsinn. Ich liebe es, wenn Futterplatz funktioniert. Das ist jeweils, ey, 30 Pfund plus, ey. Das ist absolut geil. Absolut geil. Meine Güte, ey, was? Was für eine letzte Stunde. Ich hatte den Lauf an der einen Route, den Fisch gekeschert, dann die nächste Route. Fisch gekeschert, hatte die andere Route wieder raus kurz, damit sich der Fisch noch ein bisschen entspannen kann. Ja, den zweiten im Kescher lief die Route wieder ab. Da hatte ich drei im Kescher. Und hier ist mit Abstand, mit Abstand der größte Fisch, den ich bislang hier am See fangen konnte. So. Die anderen Fische um die 30 Pfund waren, haben wir ja den ersten mit über 20 Kilo. Wahnsinn! Wahnsinn! Ja. Wir haben den vermeintlich letzten Fisch. Weil jetzt heißt es einpacken. Einpacken und ab ins Büro. Kurz bis 7:30. Jetzt ist die Zeit wieder gekommen, wo es ins Büro geht. Knapp 2 Stunden gefischt und 4 Fische. Was will man mehr? Bis über 20 Kilo. Ja, das kann einen alles erwarten, wenn die Futterstrategie passt, der Platz gut gewählt ist, Location stimmt, dann geht das alles. Der erste Fisch am Morgen nach einer halben Stunde am Wasser. Perfekter kann es nicht laufen. So, hier haben wir den zweiten Fisch nach einer halben Stunde nach dem schönen Spiegler. Hat uns jetzt auch noch ein schöner Graver besucht. Ja. Oh, ich liebe die Fische, ey. Wahnsinn. Eine Kraft, ein Drill. Ach, wunderschöne Schuppen am Schwanz. Das brennt.